Und damit begrüße ich euch herzlichst hier bei Let's Play Dragon Age Origins, dem ersten Teil von der, ja, ich würde mal sagen, grandiosen Spielreihe von BioWare. Einige von euch werden wahrscheinlich jetzt denken, hä, warum zufällig jetzt oder warum genau jetzt ein Spiel von 2009? Beziehungsweise warum beginne ich das Spiel genau jetzt? Der Grund ist ganz einfach erklärt. Im November erscheint bekanntlicherweise Dragon Age Inquisition, der dritte Teil der Dragon Age-Reihe, und genau dieses Spiel werde ich am Release aufnehmen und deshalb Dragon Age Origins als kleiner Vorgeschmack beziehungsweise als Vorgeschichte. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, da ich selber Dragon Age Origins angefangen habe zu spielen auf der Xbox 360, es aber nicht durchgespielt habe. Und mich daher umso mehr freue, es jetzt hier auf dem PC in diesem Fall, da die Grafikleistung deutlich besser ist, mit euch gemeinsam spielen zu können. Kurz zu den Optionen: Wir spielen das Spiel auf einer HD-Auflösung mit einer hohen Grafikeinstellung, zweifacher Anti-Aliasing, das werde ich eventuell noch erhöhen. Mal schauen, wie das Ganze läuft. Texturdetails auf hoch. Und ich denke mal, das wird einen Heidenspaß machen. Wir starten heute natürlich ein neues Spiel. Und ich glaube, dass jetzt direkt eine Intro-Sequenz folgt. Und ich freue mich sehr, mit euch dieses, ich sag mal, epische Abenteuer starten zu können. Viel Spaß! Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück, und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige, und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Und damit willkommen in der Charaktererstellung von Dragon Age Origins. Wie ich finde, war alleine diese Intro-Sequenz gerade bereits sehr gelungen. Wir haben einiges über das Spiel erfahren, wir haben die Entstehung der dunklen Brut kennengelernt, unserem Hauptfeind in diesem Spiel,
Wir haben etwas davon erfahren, dass die Zwergen bereits verloren haben oder beziehungsweise, dass die Zwergen zuallererst attackiert wurden. Wir wissen mittlerweile, dass es graue Wächter gibt, die sich dieser dunklen Brut entgegenstellen. Und hier sind wir jetzt also und haben hier erstmal einen Hinweis. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Das ist sehr wichtig zu wissen, denn Dragon Age Origins ist arg kompliziert konzipiert. Spielen wir beispielsweise einen Menschen, wir nehmen als Beispiel den Menschen, der ein adeliger Krieger ist, das sieht dann so aus, so werden wir in der Welt von Dragon Age auch als ein solcher akzeptiert und, ja, gesehen. Spielen wir hingegen einen Elfen, die nämlich bei den Menschen relativ unbeliebt sind und eher als Sklaven gehalten werden, das nehme ich schon mal vorne weg, so werden wir auch von den Menschen wie ein Sklave behandelt, währenddessen der Mensch von Elfen halt wie ein Sklaventreiber behandelt wird. Es ist arg komplett konzipiert. Mann und Frau macht, soweit ich weiß, keinen Unterschied, das wäre auch ziemlich sexistisch. Aber es ist im Nachhinein arg wichtig, welche der 3 Rassen man spielt, da das im Nachhinein auf die ganze Interaktion der Charaktere und auf die Einleitungsgeschichte hindeutet. Denn je nachdem, welche Rasse und welche der 6 verschiedenen Hintergründe wir wählen, spielen wir eine von 6 verschiedenen Einleitungsmissionen. Das heißt, im Nachhinein muss man das Spiel mehrmals starten und den ersten Teil durchspielen, um die verschiedenen Einleitungsgeschichten überhaupt kennenzulernen. Das ist richtig kompliziert gemacht, vor allen Dingen mit viel Liebe zum Detail. In Dragon Age 2 ist das, soweit ich mich erinnere, komplett rausgenommen worden. Hier, wie gesagt, jede Rasse, jeder Hintergrund, eine eigene Einleitungsgeschichte. Ich stelle euch mal eben die Völker vor. Wir haben hier den Menschen. Die Menschen bilden die zahlenmäßig größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst 4-mal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutende Rolle, die Religion und Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sie in kultureller Hinsicht mehr als alle andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Rassenboni plus 1 Stärke, plus 1 Geschicklichkeit, plus 1 Magie, plus 1 Klugheit. Männlich, weiblich, Frau. In Ferelden sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Beide Geschlechter sind in den meisten Organisationen, Adelshäusern und Militäreinheiten zu gleichen Teilen vertreten. Also, Elf. Nach der einstigen Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Vierteln der Städte der Menschen. Nur die nomadischen Stämme der Dalish klemmen sich noch an ihre Traditionen. Sie leben mit dem Bogen und nach den Gesetzen ihrer alten Götter, während sie die alten Wälder durchstreifen und nirgendwo anders willkommen sind. Elfen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Zwerge. Die an Kasten und Traditionen gebundene Zwerge führen seit Generationen einen aussichtslosen Krieg, um die letzte Festung ihres einst gewaltigen unterirdischen Reiches gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Zwerge sind ausgesprochen zäh und verfügen über hohe Resistenzen gegen alle Arten von Magie, wodurch es ihnen allerdings auch verwehrt bleibt, selbst Magier zu werden. Rassenboni Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, 10% Chance, Magie zu widerstehen. So, dann die Rassen. Wir nehmen jetzt mal ganz, typisch, sage ich mal, den Menschen und gehen mal die ganzen verschiedenen Klassen durch. Der Krieger. Krieger sind mächtige Kämpfer, die ihre Gegner vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierung eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion und Plünderer. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Der Magier. Der Magier ist ebenso gefährlich wie mächtig und für all jene ein Fluch, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, sie zu beherrschen. Für böse Geister, die die Welt der Lebenden betreten wollen, sind Magier wie Leuchtfeuer. Da sich selbst und alle anderen Personen in der Nähe ihr in ständiger Gefahr schweben, leben die Magier von der Welt isoliert. Ihre Spezialisierungen umfassen Geist, Heiler, Formwandler, Arkane Krieger und Blutmagier. Magie, Willenskraft, Klugheit. Ganz kurz, wenn wir ein Krieger werden wollen, haben wir nur die Möglichkeit, den menschlichen Adligen als Hintergrund zu nehmen. Du wurdest in einer Familie hineingeboren, deren Reichtum und Macht nur hinter denen von Königen zurücksteht. Als deine Brüder, der Großteil der Truppen eurer Familie nach Süden in den Krieg führt, werden deine diplomatischen und kämpferischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Spielen wir ein Magier, spielen wir den Hintergrund. Menschlicher Adliger?
Ah ja, Magier. Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist dir bewusst, dass die Magie für all jene einen Fluch darstellt, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Läuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder hast du Erfolg, oder du wirst von den Rittern getötet, die über deine Art wachen. Okay, der Schurke. Schurken sind fähige Abenteurer und sämtliche Bereiche des Lebens, auf sämtlichen Bereichen des Lebens. Da alle Schurken über gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern und Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteuergruppe dar. In taktischer Hinsicht sind sie zwar keine idealen Frontkämpfer, aber gelingt es einem Schurken, sich hinter einen Gegner zu schleichen, kann er einen hinterhältigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierungen eines Schurken umfassen Waldläufer, Bade, Duelland und Assassine. Klassenboni, Geschicklichkeit, Willenskraft, Klugheit. Da würden wir auch den Adligen spielen, das kennen wir bereits. Dann der Elf, die drei Klassen kennen wir. Dann hätten wir einmal hier den Dalish-Elfen. Hier sehen wir einen typischen Elfen mit einem Bogen auf dem Rücken. Du bist stolz über deine Rolle als einer der wenigen wahren Elfen und hast immer angenommen, dass du dein Leben bei deinem Stamm verbringen würdest, bis ein zufällig entdecktes Relikt aus der Vergangenheit deines Volkes droht, dich von allem fortzureißen, was du jemals kanntest. Dann der Stadtelf, das wäre der versklavte Elf. Du hast dein Leben schon immer unter der Herrschaft eines männlichen Lehnsherrn verbracht, doch als dein örtlicher Lord an seiner Hochzeitstag sein Recht auf die Braut einfordert, explodiert die schwelende Spannung zwischen den Rassen in einem Regen aus Vergeltung. Magier wäre das gleiche und Schurke wären auch die beiden. So, dann der Zwerg, hier hätten wir einmal der bürgerliche Zwerg, hier etwas verpixelt. In einem Land, an dem die soziale Stellung als alles bedeutet. Ja, es ist übrigens ganz interessant, die Zwerge haben das Kastensystem, wie man es aus dem Hinduismus kennt. Ganz interessant. In einem Land, in dem die soziale Stellung alles bedeutet, wurdest du als Kastenloser geboren. Als Helfer und Gauner im Dienste eines einheimischen Verbrecherfürsten verbringst du dein Leben nahezu unsichtbar, bis das Schicksal dich plötzlich in den Mittelpunkt rückt und dir die Chance gibt zu zeigen, ob deine Taten oder deine Geburt bestimmen, wer du bist. Und natürlich der adlige Zwerg. Sieht man auch eine Rüstung. F. Adlig. Als Lieblingskind des Königs der Zwerge übernimmst du voller Stolz dein erstes ministerisches Kommando, nur um feststellen zu müssen, dass tödliche Familienintrigen ebenso wie Ophira eine größere Bedrohung darstellen als das Schlachtfeld. Das ist das Gleiche. So, jetzt ist die Frage, was spielen wir? Ich bin prinzipiell nicht abgelehnt, mal einen Dalish-Elfen zu spielen, allerdings gefallen mir die Elfen nicht so gut. Wir werden einen Menschen spielen, und zwar einen menschlichen Krieger, und zwar einen menschlichen adligen Krieger. Es wirkt ein bisschen monoton, da das die so ziemlich meistgespielte Rolle ist, aber ich finde, es passt einfach am besten zu mir, weil ich, ja, in Risen auf Magier gut zu sprechen bin, allerdings in so Spielen wie Dragon Age eher der bin, der mit dem Hauptcharakter frontal auf die Gegner zuläuft und hinten Leuten den Rücken frei hält. So, weiter. Grüße! Hallo! So, wir sind beim Aussehen und der Stimme angekommen. Wir schauen uns mal die Voreinstellungen an, die wir dann individualisieren können. Nein. Was ist das denn? Ja, mein... Der scheint mir vom Gesicht her ganz okay zu sein. Ich schaue jetzt gerade mal nur auf das Gesicht, auf die Gesichtszüge, weil ich die recht schwer zu verändern finde. Da würde ich doch gerne auf den hier zurückgreifen. Und jetzt einfach mal durch Individualisierung an unsere Belangen anpassen. So, Hautfarbe. Ein bisschen blasser bitte. Hautbeschaffenheit. Nee, das sieht ein bisschen krank aus. Nee. Wir machen mal so. Tattoo bleibt weg. Tattoo-Identität können wir daher auch unterstellen. Die Haare. Das ist eins der Streitthemen, da ich in Dragon Age keine Haare wirklich gelungen finde. Wir schauen uns die erstmal von vorne an. So. Nee. Ja, ist aus wie so ein begossener Pudel. Nee. Jetzt wird schon abstrakt lang. Und sowas kann man ja auch nicht machen. Das sieht auch verboten aus. Jetzt der Mann ist halt gerade ein Elf.
Sowas ginge noch. Wir lassen die erstmal. Der Bart. Ich weiß nicht, gab es einen guten Bart? Ich würde schon gerne auf einen Bart zurückgreifen. Allerdings gibt es hier keinen wirklichen. Ist ja dann, wir nehmen die Stoppeln. Dann würde ich doch gerne auf etwas. Ah, es ist ziemlich. So könnten wir höchstens machen. Wobei mir jetzt die Haare wieder absolut nicht gefallen. Das ist das große Problem an der Sache. Ah, es sieht so seltsam aus, Leute. So, Stoppeln, bababa. Augen. Augenform. Wir fangen einfach mal an, gucken, welche uns am besten gefallen. Die sind schon mal ganz gut. Wir merken uns zwei. So eine Auswahl gibt's auch gar nicht. Dann würde ich mir auch gerne die hier genehmigen. Etwas größer, so ist gut. Augenabstand etwas geringer. Augenhöhe ebenfalls etwas reduzieren. Augenfarbe möchte ich gerne blau haben. Sag mal, heißt es blau? Da machen wir mal so. Dann machen wir das hier. So. Die Nase vor mir. Die Nase gefällt mir gar nicht. Ebenfalls diese extrem eingefallenen Wangen. Guckt euch mal an. Sieht ja furchtbar aus. Aber was machen wir alles später? Erstmal die Nasenform. Wir werden diesen Held wahrscheinlich auch in Dragon Age 2 spielen. Daher erlaubt mir etwas pingelig mit den Einstellungen zu sein. Möchte ich aber jetzt gerne bearbeiten. Erstmal die Nase etwas größer machen. Die Nasentiefe. So. Nasenhöhe ist schon in Ordnung. Breite der Nasenlöcher etwas erhöhen. So. Tiefe des Nasensattels müsste das hier sein. Genau, das ist schon okay so. Breite des Nasensattels kann auch ein bisschen höher. Breite der Nasenspitze. Und die kann deutlich weiter rein. So sieht's ganz okay aus. Die Nasenhöhe dann doch etwas höher. So. Der Mund. Die Mundhöhe etwas reduzieren. Lippengröße ist okay. Mundbreite etwas reduzieren. Über-Unterbiss ist in Ordnung. So, Kieferwangen. Da kommt jetzt das große Streitthema. Wangenbreite. Da. Nee, das ist nicht das. Eingefallene volle Wangen, das ist es. So, ihr seht das da genauso gut, wie ich das sehe, dass da dieser riesige, diese Kitsche drin ist. Aber die scheint hier normal zu sein in Dragon Age. So, eingefallene volle Wangenknochenbreite. Die Kinnbreite kann ein bisschen tiefer, wie ich finde. Ja, so sieht es ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Auch wenn das noch ein bisschen weit eingefallen ist. So ist okay. Kinntiefe. Kinntiefe, 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 so. Kinnbreite, Kinntiefe, okay. Mit den Wangen wäre ich so auch einverstanden, da es so frontal ja doch ganz gut aussieht. Wangenknochen, Wangenbreite. So. Nee. Nee. So ist schon okay. So, Nacken und Ohren. Die Ohrengröße ist hier recht klein gehalten, soweit ich das sehe. Wir können die mal ein bisschen größer machen. Die Nackenstärke. Uff, nee. Was hast du einen Nacken? So. Ohrengröße, Ohrenhöhe kann ein bisschen runter.
So. Das Porträt hier unten werde ich auch bearbeiten. Ein bisschen nach unten gucken. Ein bisschen nach links drehen. Ein bisschen die Kamera weiter entfernen. Etwas zentrieren. Der Hintergrund selbstverständlich in einem wunderschönen... Machen wir so einen goldenen Schimmer. Der Ausdruck. Ha! Wie bekloppt. Boah! Wie bekloppt. Nee, wir machen so ein bisschen angezogen, so. Okay, bis jetzt alles ganz okay. Nur mit den Haaren bin ich noch nicht einverstanden. Die Haare. Lästiges Thema, wenn ihr mich fragt, in Dragon Age. Das sieht so aufgesetzt aus. Man konnte nirgendwo die Stirn bearbeiten, oder? Seltsam. Hautbeschaffenheit. Wir machen mal das hier. Wir sind so ein junger Knabe. Mit einem Zöpfchen, wie ein Padawan aus Star Wars. Ich überlege gerade. Haare stoppeln. Wenn wir doch auf den Vollbart gehen. Nee. Ah, der Bart muss aber sein, weil so sieht das schlichtweg zu milchbubihaft aus. Daher muss der Bart schlichtweg sein. Die Haarfarbe übrigens haben wir uns gar nicht angeschaut. Aber die soll schon so bleiben. So, bleiben nur noch die Haare. Wie machen wir die denn? Länger geht die auf keinen Fall. Das ist alles furchtbar. Das heißt, entweder machen wir die kurz oder mit unserem Zöpfchen. Und ich finde die so eigentlich ganz okay. Ich meine... Das sieht einfach nur schäbig aus, so aufgesetzt. Die Frisur kann ich aus einem bestimmten Grund nicht nehmen. Die ist blöd, die ist blöd. Die geht. Wir nehmen uns die jetzt einfach. Wir nennen uns mal, wie es eines Fürsten würdig ist. Und machen weiter. So sehen wir jetzt aus. Kommt damit klar, Leute. Okay. Moment, habe ich den Namen richtig eingegeben? Ach, die Stimme. Gott sei Dank, habe ich nochmal nachgeguckt. Weise. Nein! Der Zauber hat versagt. Übermütig. Und, alles in Ordnung? Wo sind eigentlich die Augenbrauen? Augenfarbe, Augenabstand, Augen... Ich kann natürlich nur noch die Augenbrauen bearbeiten. Augenbrauen. Um Gottes Willen, da hatten wir so ganz dünne... Gar keine... Buschige... Geschnittene... Buschige würde ich die hier doch glatt nehmen. Nehmen wir die. So. Erfahren. Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Das passt nicht. Grüße. Verdammt, ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Nein. Ich bin definitiv entzückt. Es hat nicht funktioniert. Nein. Grüße. Meine Waffe ist wirkungslos. Nein. Und, alles in Ordnung? Mach schon, zaubere und konzentrier dich. Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Meine Waffe funktioniert nicht. Geh zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Seid ihr verrückt? Wir nehmen die erfahrene Stimme. So. Richard Q's Land, wie auch man möchte, weiter. Wir gehen mit einem Punkt noch auf die Stärke, mit einem Punkt, ja Stärke. Stärke bezeichnet die körperliche Fähigkeit eines Charakters, hat direkten Einfluss auf die Höhe des durch körperlich Angriff verursachten Schadens und beeinflusst außerdem die Treffergenauigkeit im Nahkampf. Ein hoher Stärkewert ist für Krieger unverzichtbar, vor allem wenn sie zweihändige Waffen führen möchten und fast ebenso wichtig für Schurken. Geschicklichkeit. Ein Charakter mit hoher Geschicklichkeit hat größere Chancen, Gegner zu treffen, Angriffe auszuweichen und erhöht außerdem den durchbohrende Waffen wie Dolche und Pfeile verursachten Schaden. Da eine hohe Geschicklichkeitswert unverzichtbar ist, um Bogenschießen und den Kampf mit zwei Waffen zu meistern, setzen Schurken vor allem auf diese Attribute. Einer drauf.
Willenskraft bezeichnet die Entschlossenheit und mentale Stärke eines Charakters. Magier mit hoher Willenskraft verfügen über größere Mana-Reserven und können mehr Zauber wirken. Krieger und Schurken verleiht eine höhere Willenskraft, mehr Ausdauer. Magie. Magie ist der Maßstab für natürliche Affinität eines Charakters für die Welt des Arkanen. Dieses Attribut ist für Magie überaus wichtig, da es die Zauberkraft erhöht, die wiederum die Effektivität sämtlicher Zauber bestimmt. Darüber hinaus bestimmt diese Attribute bei allen Klassen, wie effektiv ein Charakter Stränke, Umschläge und Salben nutzen kann. Klugheit bestimmt, wie schnell dein Charakter lernt, um Fähigkeiten wie Kräuterkunde oder Kampftechnik zu lernen, ist eine schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung. Da viele ihrer Klassenfähigkeiten und Spezialangriffe weniger von Stärke als vielmehr von Raffinesse und der Beobachtung des Gegners abhängen, profitieren Schurken von diesem Attribut am meisten. Konstitution steht für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit des Charakters. Eine hohe Konstitution hat direkten Einfluss darauf, wie viel Schaden ein Charakter verkraften kann, bevor er im Kampf fällt. Weiter. So, dann haben wir jetzt einen Fähigkeitspunkt. Wir haben hier einmal die Manipulation. Der Charakter ist charmant genug. Ist ja klar, mit Charmantheit. Wir können das gar nicht machen. Ihr seht, was wir machen können. Doch, wir können das machen, klar. Manipulation ist, um Leute zu manipulieren, ist klar. Stehlen ist Diebstahl, ist auch logisch. Fallenbau ist Fallen und Köder platzieren. Überleben erhöht unsere Fähigkeit und die Naturresistenz. Kräuterkunde ermöglicht das Herstellen von Heilumschlägen und Tränken. Giftherstellung erklärt sich von selbst, die Kampfausbildung ebenfalls und die Kampftechniken ebenfalls. Der Charakter hat mehr Kämpfe überstanden als die meisten Veteranen und erhält einen geringen Bonus auf Angriffs. Krieger und Schurken haben nun Zugriff auf Waffentalente der dritten Stufe, während Magier mehr Schaden durch Angriff verkraften, bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Der Charakter kann im Kampf schnell neue Strategien entwickeln. Ne, ich möchte das hier machen. Direkt weiter auf die Kampftechniken. Und jetzt haben wir hier unsere zwei Fähigkeitspunkte. Jetzt können wir uns entweder auf den Krieger spezialisieren. Das wäre, dadurch würden wir den präzise Schlag erhalten. Ihr könnt es euch jetzt selber durchlesen. Mächtig. Im Kampf mit zwei Waffen könnten wir die Zwei-Waffen-Ausbildung machen. Dadurch hat der Charakter die Fähigkeit, mit zwei Waffen umzugehen und verursacht mit der Zweitwaffe einen annähernd normalen Schaden wie mit der Erstwaffe. Das machen wir schon mal. Der Charakter ist außergewöhnlich geschickt darin, in jeder Hand eine Waffe zu führen, wodurch er sowohl Angriffe als auch Verteidigungsboni erhält. Doppelschlag. Das ist sehr schön, denn das ist eine Spezialfähigkeit, mit der wir unsere beiden Schwerter für eine Spezialfähigkeit nutzen können. Denn ihr werdet sicherlich jetzt schon gemerkt haben, wir werden mit zwei Waffen kämpfen mit unserem Helden. In diesem Modus greift der Charakter mit beiden Waffen gleichzeitig an. Die Angriffe verursachen zwar mehr Schaden, aber es kommt nicht zu regulären kritischen Treffern oder hinterhältigen Angriffen. Dann hätten wir noch zwei Waffen Streich. Der Charakter schwingt beide Waffen in einem weiten Bogen nach vorne, wobei er nahe Gegner mit einer oder beiden Waffen trifft. Er verursacht dabei deutlich mehr Schaden als üblich. Bogenschießen ist klar, Nahkampfbogenschütze, festhaltender Schuss. Waffe und Schild wäre die Alternative zum Zweiwaffenkampf, Schildschlag, Schildverteidigung, Schildblock und zweihändig natürlich die schweren Schwerter. Knaufschlag, Rüstungshammer und der mächtige Schlag. Ich weiß ja gar nicht, sollen wir mit zwei Waffen kämpfen oder mit... oder mit zwei Händern? Ich überlege gerade wirklich. Knaufschlag. Nee, wir machen einen Kampf mit zwei Waffen. So. Spielen. Schwierigkeitsgrad, leicht, normal, schwer, Albtraum, wir wählen normal. Empfohlene Einstellung für Spieler, die bereits mit Rollenspielen vertraut sind. Perfekt. Und los geht's, Leute. Jetzt erfolgt eine kleine spezielle Intro-Sequenz nur für den adligen Menschen. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann gleich danach wieder. Dieses Video ist sehr lang, das tut mir leid, aber es ist nur das erste Dragon Age Video, was so lang sein wird. Da ist jetzt, wie gesagt, die ganze Charakterstellung umfasst und ihr habt gesehen, was für eine Arbeit das ist. Aber Dragon Age 2, wie gesagt, werden wir den Charakter zu 99,9% übernehmen. Und daher nicht das gleiche nochmal durchmachen müssen. Viel Spaß und bis gleich. Herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet.
Als die Armee von Orléans das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Couslent mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orléans, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich hab dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge. Im nächsten Video dann mit Untertitel, tut mir leid, Leute. Gibt's einen Grund, warum ich hier bin? Gleichfalls Al Ho, das ist der gute Kerl, das ist unser Vater übrigens. Und das hier ist ein Freund der Familie, ebenfalls ein Fürst. Ist eure Familie hier, Al Ho, oder du brichst also erst morgen auf? Ja, gleichfalls. Meine Tochter Delilah hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal mitbringen. Wozu? Das wäre nett. Die Lea ist ein ganzes Stück jünger als ich, direkt an das eine denken. Ich habe nicht vor, mich verheiraten zu lassen. Warum nicht? Es geht ja nicht direkt immer um das eine, oder? Gut, sie spricht ständig von deinen Fähigkeiten als Krieger. Ich denke, du hast eine Bewunderin, junger Mann. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Ist das dein Ernst? Was bedeutet das? Ich tue mein Bestes, Vater. Was, warum kann ich nicht mit dir und Fergus in die Schlacht ziehen? Oder muss das wirklich sein? Mit in die Schlacht ziehen? Ich reiß mich nicht gerade darum, in eine Schlacht zu ziehen gegen eine Monstrosität, wie es die dunkle Brut nun mal ist. Ich würde sagen, wir sagen mal, dass wir unser Bestes tun werden. Genau das wollte ich hören. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Couslent. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Wir kennen sie aus dem Intro. Sie sind ein ordenmächtiger Krieger, sie haben vor langer Zeit gegen die dunkle Brut besiegt. Er meinte, sie wären nur noch ein kleiner, unbedeutender Orden. Hätte er das tun sollen? Ja, wir wissen aus dem Intro, dass sie die dunkle Brut besiegt haben. Leider nicht endgültig, fürchte ich. Hätten sie uns nicht vor dem Erstarken der dunklen Brut gewarnt, wäre wohl das halbe Land überrannt worden, bevor wir hätten reagieren können. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, euer Sohn wäre ebenfalls ein ausgezeichneter Kandidat. Ehre hin oder her. Wir reden hier von einem meiner Söhne. Der Gedanke gefällt mir, Vater. Warum sollte ich ihnen nicht beitreten? Ich möchte kein grauer Wächter werden. Ja, mir gefällt der Gedanke ganz gut, denn auch wenn wir hier jetzt eigentlich erstmal aufpassen sollen, wäre das doch eigentlich eine Möglichkeit, das Land vor der dunklen Brut zu bewahren. Na gut, gerade eben meinte ich noch, ich will nicht in den Krieg ziehen, aber trotzdem. Der Gedanke gefällt mir prinzipiell schon, Vater. Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird?
Natürlich. Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Okay, wo ist Fergus überhaupt? Willst mich loswerden, aber ich möchte bleiben und mit Duncan reden. Aber ich habe noch so viel zu sagen. Ja, wo ist Fergus überhaupt? Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein guter Junge und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Wird gespeichert. Neuer Codex-Eintrag. Danke. Neuer Codex-Eintrag. Hi ever. Neue Quest. Väterliche Aufträge. So. Wir sind zum allerersten Mal im Spielbildschirm. Und wie ihr sehen könnt, ist die Grafik, wie ich finde, verdammt hübsch. Vor allen Dingen auf der Konsole ist sie wirklich nicht annähernd so schön. Wir müssen hier jetzt einen kleinen Schnitt setzen. Das war bereits ein verdammt langes Video. Es tut mir sehr leid, Leute. Und ich würde sagen, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Und zwar gleich morgen hier mit Dragon Age Origins, dem ersten Teil der grandiosen Dragon Age-Reihe. Ich freue mich drauf, schaltet ein und bis dann.